Hallo und herzlich willkommen zu einem Video etwas in der Oldschool-Art. Und ich sehe gerade, das Spiel muss ich noch einmal. So. Ja. Castle Clash, beziehungsweise Schlosskonflikt, wie es auf Deutsch heißt. Ein Spiel, welches ich zu ganz Beginn meine YouTube-Zeit auf einem anderen Kanal hochgeladen habe, wo ich damit angefangen habe. Ich habe mittlerweile seit 2, 3 Monaten eigentlich gar nicht mehr auf diesem Account gespielt und ja, das kann man glaube ich auch sehen, weil noch alles recht veraltet ist und ich auch überhaupt nicht mehr weiß, ja, was ich machen kann mit dem neuen Update. Ja, sorry. Ja, ich muss selber gerade ein wenig schauen, weil das doch alles wieder ein bisschen fremd für mich geworden ist und ich nicht mehr genau Bescheid weiß, was ich alles machen kann. Auf jeden Fall, als erstes Video seit langem mal wieder, möchte ich euch zeigen, wie und wo mein Account im Moment ist und steht. Und ich zeige euch einfach meinen Account am Stand des 23.06. Und in den nächsten Videos werde ich dann während der Aufnahme Angriffe machen, Dungeons machen und so weiter. Auf jeden Fall, ich habe im Moment 125.000 Macht und bin damit Imperator 1. Bekomme eine Daily Belohnung von 100 Gems, 10.000 Ruhmpunkte und 140 Splittern. Mein Reliktteil sieht so aus, dass ich jeden Zauber auf Level 5 habe. Genauso wie mein Trainingszentrum, da habe ich auch alle Truppen auf Level 5. Was muss ich denn noch? Mein Lagerhaus sieht recht leer aus. Das war schon mal deutlich voller, als es jetzt ist. Also, bis auf, ja, 60 Champions Essenzen ist da nicht viel drin. Ich bin aber in keiner Gilde drin. Meine Pets sehen so aus: Level 12, 11, 9, 3, 2, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23. Und die habe ich alle nicht. Okay, das sind die Randinformationen. Das Wichtige sind in dem Spiel eigentlich die Helden. Und ich kann mal zeigen, ich habe komischerweise, also ich habe noch keinen einzigen Helden auf doppelte Evo. Also meine Evolutionshelden sind zum einen der Vlad Dracula, der Druide, der Kürbisherzog, Arius, Santa Boom, Captain Weißbart, Gargoyle, Grimfiend, Rudolf, Anubis, Rocknow, Michael, heißt der? Heißt der Michael oder heißt der Michael oder Michael oder? Ja, auf jeden Fall dann halt noch Schädelkrieger, Medusa, das wären dann alle. So und meine normalen Helden, ja, weiß nicht, sind halt so Eros, Champion, Donnergott, Schnitter, Immortep, Todesritter, Orcsbane, Pixie, Calypso, Harpyienkönigin und Candy Cane und der Rest ist sonst nicht mehr wirklich nennenswert, bis auf den Hexenmeister, den ich eigentlich weiter machen wollte, aber ich habe halt mit drauf gehört, hat halt nicht gut gepasst. Ja, ich würde halt gerade gerne da. Ich habe im Moment 67.500 Splitter und ich glaube, es kann, nee, man kann immer noch keinen neuen Helden mit Splitter anwerben. So. Ja, meine Gebäude. Meine Goldmühlen sind Max, meine Mauern sind Max, meine Mana-Mühlen müssen noch auf 2 Level höher.
Meine Heldenbasen sind Max, mein Rathaus ist Max, meine Türme sind ebenfalls Max. Ich besitze zwei Bogenschützentürme und vier Magiertürme. Meine Lage sind ebenfalls Max, meine Relikthalle ist auf Level 21, mein Heldenaltar ist auch auf Level 21 und meine Gilde ist auf Level 20. So im Verschollenen Reich bin ich momentan Level 14, weil ich das einfach überhaupt nicht spiele. Hier kommen die Monster, bin ich bei Q aus Gründen wie beim Verschollenen Reich, weil ich es überhaupt nicht spiele. Genauso meine Dungeons, da habe ich eigentlich nur Experte durchgemacht und Meister angefangen, da ich genug brauchte, um meine Helden halt auf Level 200 zu bringen. Ich habe 5 Arbeiter, habe keine Freunde und das wäre ein gutes Schlusswort eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Ja, das wäre es uns eigentlich alles. Was mich gerade interessiert ist, gibt es irgendwie coole Hintergründe neue? Nö. Oh, doch, der. Oh, der sieht echt cool aus. Oha. Ja, auf jeden Fall. Das wäre es dann erstmal von der ersten Folge. Die war recht kurz. Obwohl, ich möchte diese Folgen generell nicht länger als 7, 8 Minuten halten. Einfach da. Ich weiß nicht. So Spiele wie Castle Clash und Clash of Clans zum Beispiel auch. Die sind halt nicht so spannend, wenn es so langwierig ist. Auf jeden Fall verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.